JunkfoodTaster.com. So, und jetzt gibt es Nasi Göring von Prima Menü. Ja, das ist Edeka-Stuff. Und zwar ist ja dieses Dampfgarn in der Mikrowelle am Start, was ich ja letztes Mal nicht hinbekomme. Schauen wir erstmal auf die Nährwerte. 6,2 Eiweiß, 7,8 Fett, also mehr Fett als Eiweiß. Genau, das Nasi ist mit Reis, Bami ist ja mit Nudeln. Bambusscheiben sind ja auch drin und Pfirsichkohl. Ja, und auch Kokosflocken. Interessant, interessant. Genau, was steht? Prima Menü aus Leopoldshöhe. Ja, das kommt immer so aus so verschlafenen Nestern, das Essen. So, wobei ich jetzt nicht weiß, wie viel Einwohner Leopoldshöhe hat. Okay, hier ist also diese Öffnung. Das werde ich jetzt mal off-air probieren. Genau, ist im Prinzip nur der QR-Code des Facebook-Dings und die Öffnungsanweisung. Vielleicht gibt es das Prima-Menü ja auch noch in anderen Supermärkten. So, also wenn ich es richtig verstehe, tut man einfach nur das Ding hier einstechen. Und das ganze Abmachen-Stuff kommt erst nach der Zubereitung. Ne, da hat mich letztens total verwirrt. Okay, dann werde ich hier einfach, und hier ist diese Sollbruch, wie auch immer, oder diese. Und hier soll man das. So, und ab in die Mikrowelle. Ja, das Zeug hat es ganz schön aufgebläht. Kann ich natürlich nicht mehr die Unterseite sehen. Ja, hier entfernt man das irgendwie, wobei man ja hier ordentlich aufpassen soll. Ich besteche hier einfach erstmal nochmal rein, so. Ja, macht das nicht zu Hause nach, was ich mache. Folgt immer schön der Anweisung, wie sie auf der Verpackung stehen. Dann kann euch nichts passieren. So. Ja, sieht irgendwie hübsch aus. Duften tut Nasi nicht so schön, aber schmecken tut's durchs Messen. Behaupte ich, es tut schmecken, da ist noch gar nicht im Mund gehabt. Was so ein bisschen fehlt, ist irgendwie die Cremigkeit aus einer Art Würze. Ja, ist etwas langweilig, das muss man schon so sagen. Also da muss man sich in eine Art Soße noch dazu schütten. Also etwas Ketchup, würde ich sagen. Das Einzige, was da ist. Ja, ich muss endlich mal die Barbecue-Soße etwas Ketchup. Ich muss endlich mal die Barbecue-Soße verdrehen. Moment. Ja, das hätte ich ein bisschen dran gemacht. Ist auch bald fällig. Gehört jetzt überhaupt nicht zu Barmi, aber egal. Ja, da muss ich mir erstmal ein Steak kaufen. Na egal. Weiter zu Barmi. Jetzt also mit Ketchup gemischt. Ja. Ja, ich rate mal Draw. Ja, kennt ihr das auch, dass euch manchmal Gerichte viel zu fade sind? Und ihr noch was dran machen müsst. Das ist jetzt keine Aufforderung, das unglaublich scharf zu machen oder so. Ja. Sondern ich weiß auch nicht, wie man es anders machen soll. Ich finde das halt einfach nur fade. Nur, ich mache hier nur Feststellungen, keine Vorschläge. So, this is now Nasi Goreng. Nasi is a dish with a lot of fancy stuff. First of all, goreng means like chicken, and nasi means, I think, rice.
And there's also like bambus in there and cocos, yeah, rasps and whatever. Yeah, you do it in the microwave. You put a little hole inside here, and then it steamy production of it. For me, it's a little bit too tasteless. It's a little bit too boring. Yeah, you may have seen it. I added ketchup. That's like the sauce is just missing. Yep. If you say, for me, I add a sauce anyway. I have always nice sauces which I add to my food. Then you could rate it a win. But as a standalone, it's yeah. Yeah, it just feels incomplete. So, and what sauce would you add? I would have here also the bullseye steak barbecue sauce. I should, I need to review this because the due date is upcoming. But I also need a steak before I do. Yeah, what's your favorite Asian dish? Let me know. That's it, and thanks for watching.